in meinem Tutorial, Devil Tutorial, Manchester United. Ich habe einen teuflischen Blick in meinem Gesicht gemalt, weil ich nicht einfach nur teuflische Hörner aufsetzen wollte. Nein, die Spieler werden genannt, die roten Teufel. Und genau das, genau diesen Blick wollte ich im Gesicht darstellen. Das könnt ihr jetzt direkt ganz einfach nachmachen, deswegen seid ihr ja bestimmt auch hier. Oder einfach mal, um zu schauen, wie ich das so gemacht habe. Und dann könnt ihr richtig, richtig, richtig böse und teuflisch gucken. Ich weiß gar nicht, ob ein Teufel knurrt, keine Ahnung. Jetzt geht's los, ihr schaut euch einfach an und The Red Devil Tutorial, now. Ich habe hier so einen schönen Tuschkasten, aber fürs Gesicht, für die Haut. So, hier haben wir rote Farbe, rote Devil Farbe. Und das devilt ihr euch mal so aufs Auge. Tupf, 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 schön tupfig. Tupf, 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 tupf. So. Direkt mit Schwarz weitermalen. Erstmal das gemalt und dann malt ihr noch so eine Spitze praktisch rein ins Gesicht, damit der Blick noch teuflischer wird. Teuflisch sieht ja auch immer so ein bisschen spitz aus, finde ich. Devil! Yeah! Das ist ein Teufelsblick. Nehmt euch einen Pinsel, geht wieder in das gleiche Rot. Okay. Und wir gehen mal direkt zu den Lippen rüber. Jetzt habt ihr die umrandet und jetzt könnt ihr mit dem roten Pinsel die Lippen richtig ausmalen. Die Vereinsfarben sind schwarz, weiß, rot. Deswegen kommt jetzt weiß. Hättet ihr euch jetzt gar nicht gedacht, ne? Und jetzt malt ihr euch einmal nochmal mit weiß hier zwei Striche hin. Ganz einfach und fix. Wir machen weiter mit den Haaren. Genau deswegen habe ich sie auch schon in der Hand. Hier haben wir ein Netz, das ist ein Perückennetz. Ich setze jetzt eine Perücke auf eine schwarze. Musik.
eine schwarze Perücke habe ich hier, die will ich jetzt auf den Kopf setzen. Die Nägel habe ich schwarz gemacht, glitzerig schwarz, auch passend zum Look. Ja, dann ist das komplett fertig und zu guter Letzt nimmt ihr einfach nochmal eine Sonnenbrille mit. Eine weiße, die passt einfach nochmal cool dazu. Devil, 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 soweit das Auge reicht. Für Manchester United natürlich The Red Devils, werden sie ja auch genannt. Deswegen passt das Make-up super. Also, ja, das war's an dieser Stelle. Wenn euch das Tutorial gefällt, dann gebt mir doch gerne ein Like, teilt und schreibt mir drunter, was ihr jetzt gemacht habt. Also ob ihr vielleicht auch einen Pony getragen habt zur Frisur oder die Haare nach hinten getragen habt, was ihr für einen Effekt jetzt hauptsächlich genutzt habt. Ob ihr sagt, oh nee, ich möchte, dass man das richtig sieht, wenn ich das male. Oder ob ihr so sagt, nee, mit Pony ist schon cool, dass das nur so angedeutet ist, dieser Blick. Schreibt es mir einfach drunter. Ich bin neugierig und sage bye bye. Eure Bunny Spot.